Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wie versprochen, werden wir uns noch ein paar Nebenquests hier widmen. Nach dem schönen Bratpfannenquest war das ja unser Ziel. Ja. Ich suche meine Bratpfanne. Freiwillige gesucht. Anwerbung für die kaiserliche Armee. Nee. Das wollen wir nicht. Die neue Ordnung. Nee, das ist ja auch kein Quest, ne? So, das hier hört sich doch interessant an. Und hier gibt's Nilfgaardisch als Unterricht. Ja. Ich weiß nicht, ob... ich glaube, wir können es nicht sprechen. Ne, nimm's mal mit. Aber... gut im Kampf gefallen ist ein Quest. Ach, guck mal, jetzt ist sogar angezeigt, dass es da kein Quest mehr gibt auf dem Aushangbrett. Also, die Quest ist markiert. Der neue, oder? Der neue, ja. Ja, finde Dunwilfet. So, ist er gar nicht weit, nur 460 Schritte. Das haben wir noch schnell gemacht. Brauchen wir nicht dieses Schnellreißen. Ginge das schon? Könnte man da schnell hinreisen? Ja, wir haben doch schon hier diesen Wegpfeiler. Hier ist die Klagebrücke. Ja. Und hier ist der Flussübergang. Ja, und das, gut, das ist ja aber... da reiten wir lieber hin. Ja, wir können es auch mal ausprobieren. Ja, du musst eine Schnellreisekreuzung finden. Wahrscheinlich müssen wir irgendwo auch an so einer Kreuzung stehen, langsam, weißt du? Wie da vorne. Nutzen wir den Pfahl, wenn das geht. Na, ist ja... nee. Nee. Können wir jetzt erstmal weiter. Oh, was die hier machen. Komm jetzt. Die leuchten. Die unterhalten sich. Ja, was sollen sie auch anders machen? Das untersuchen wir doch erstmal. Na. Ach da. Ja gut, der eine da mit dem Bogen so, ich weiß nicht, wie der da so steht. Achso, weil die anderen keine Disziplin haben und ein leuchtendes Beispiel ist. Ja. Na gut. Warum denn auch nicht? Aber wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Ja. Wir suchen nämlich immerhin den Tune der wilden Wirt. Na, erstmal reden wir jetzt wahrscheinlich mit seinem Bruder wieder, oder? Das könnte sein. Es sei denn, er liegt gleich da. Ach, jetzt sind wir auch gerade gesprungen. Hast du das ausgelöst oder ja, war das? Doch, eigentlich schon. Vielleicht geht das nur für so Hindernissen. Was komisch wäre, wenn man nicht einfach so springen könnte. Zumindest mit dem Pferd. Hier können wir sonst springen? Ja. Ja? Ging ja bisher auch nicht. Das haben wir ja im Tutorial gelernt. Ja, richtig. Stimmt. Eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ja. Aber damit ist es ja auch kein Rollenspiel mehr, ne? Wenn du sagtest ja immer, wenn man springen kann, ist das kein Rollenspiel. Das ist ein Action-Rollenspiel. Warum läufst du nicht einfach durch den Wald? Weil da Monster sind. Los, lauf! Du bist einer. Ich wäre jetzt einfach nur nach Minimap geritten. Nein. Ah, die Ertrunkenen. Die sind noch zu mächtig für uns. Ja, vielleicht können wir sie mit dem auf dem Pferd bekämpfen. Ah! Ja, das könnte sein. Ah, nicht, dass das Pferd dann stirbt. Weiter so, Plätze. Weiter so. Er hat einen ganz schönen harschen Ton, ne? In der Tat. Ach, das ist er ja. Hör auf zu winseln, Husar. Wir suchen später nach Bastien, wenn es sicher ist. Ach, wir suchen später nach Bastien. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastien. Tja, jetzt wohl mir. Bastien hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Er hat natürlich ein ganz schön breites Kreuz, fällt mir mal so auf. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich.
Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Machen wir doch. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Begleitquests. Das sind die besten. Nein, wir beschützen ihn doch nur. Ja. So macht man das bei Begleitquests. Guck mal, da unten ist auch ein Fragezeichen. Was soll das bedeuten? Weiß nicht. Ach, wir hätten ja auch ruhig mitnehmen können auf dem Pferd. Ja, es ist ja nicht weit. Der joggt auch ganz gerne mal eine Runde. Umsonst ist er nicht so muskulös gebaut. Wenn er überall hin reiten würde, dann... Vom Pferd aus können wir dann leider nichts sammeln. Wie will man dann auch vom Pferd aus irgendwas sammeln? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich weiß es. Ach ja. Du, ey. Gegner. Wo? Im Radar. Also bestimmt Wölfe. Oh, jetzt sind wir das Schlachtfeld. So ist's gut. Ja, eindeutig ein Schlachtfeld. Ach, er ist ja noch gar nicht da. Ja, gucken wir uns schon mal so um. Ah. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Wollte schon sagen, so ein komisches Rezept da. Das waren wir bestimmt nicht, das ist bestimmt nur Plunder. Und dann stellt sich raus, wir können das benutzen. Was war das für ein Waffenreparaturset? Ja, um Waffen zu reparieren. Ein stumpfes Beil. Nimm mit, können wir verkaufen. Ach nein, wir tragen zu viel. Kann man überlastet sein? Ich denke. Zumindest ging es in den anderen Teilen. Ja, da oben ist ein Gewicht 13 von 60. Das heißt, wir haben noch 47 Gewicht frei. So, ist er mittlerweile da? Ja, da ist er doch. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Ja, dann such mal schön. Aber das ist ja schon auf so ein bestimmtes Gebiet begrenzt, wie ich das da gerade. Ja, kommt auf an, wie groß das Gebiet ist, ne? Ja, also es geht. So, da liegt ein Schild, aber... Ja, die sind wahrscheinlich wieder hier rot markiert. Da. Oh, ein Ghoul. Na komm schon. Waren die nicht im ersten Teil voll mächtig? Ja, die haben wir doch auch schon am Anfang gesehen. Ja, ja, aber ich meine nur so, dass man die nicht hätte besiegen können auf Level 1. Ah, das weiß ich nicht, dass man ein Level nie ist. Ja, das stimmt. Oh, da ist er aber gerade gekrittet. Solltest auch was essen. Ah, das... Ja, doof. Lass vielleicht den Hund mehr machen. Den Hund mehr machen? Weißt du, die können auch sterben.
Meinst du? Ja. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, besser die als wir. Nein. Quest fehlgeschlagen, Pech gehabt, dann nehmen wir uns das Geld einfach. Natürlich gemein, dass es gleich drei Stück sind, ne? Aber wir haben volles Leben jetzt. Also eine Backkartoffel gegessen nach dem Laden. Ja. Das erklärt das volle Leben. Mach vielleicht das Schutzschild. Ja, meine doch, die würden Feuer nicht so. Aber das ja, ist ein Unsinn. Natürlich brennen die. Ja, ich weiß ja nicht, ob das gut ist. Komm schon, komm näher. Na, guck. Ja, die brennen. Ja, das ist ja... Naja. Der heilt sich. Da los. Ja, der frisst wahrscheinlich die Leichen, die hier liegen. Wie die Backkartoffeln. Wie die Wolfsleber. Und jetzt die Bratäpfel. Ja, machen wir über langsam. Wir müssen es nicht überstürzen. Ich denke, jetzt könnten wir es riskieren. Ich weiß noch nicht, was ich von diesem Essen für Vitalitätsregeneration halten soll. Ja, man kann es halt spammen. Aber gut ist, dass es wieder Overtime ist. Ja, wenn das Instant wäre, dann wäre das auch... Weiß nicht, wäre mir unbesiegbar. Außer mit One Hits. So, hat man Level Up? Nein. Schade. Ah, stimmt, da oben ist ja sogar die Leiste. Naja, wir wissen, wir verspuchen untersuchen können. Cool. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Ist er das? Was macht ihr denn jetzt? Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Ja, auf jeden Fall die Gule looten. Aber immerhin. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Was? Er kennt sie alle. Ja, die kommen ja alle aus demselben Dorf. Kannst du Bastian wittern, Junge? Das stimmt zwar, trotzdem seltsam. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Nein, der Nachbarssohn. Wahrscheinlich ist das ein Schild, das so rumliegt, damit er dann die Fährte aufnehmen kann. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ist jetzt auch außerhalb des... Ja, ja, wir können ja reingucken. Da ist irgendwie was komisch. Ach, der Hund macht komische... Ja, wir hören das ja auch. Also, wahrscheinlich hören wir auch... Ach so, da rechts liegt eins. Ach, der Arm. Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt es im Feuer. Er hat ihn! Husar hat seine Fährte! Komm! Oh, dann lebt er bestimmt noch. Oder hat sich schwer verletzt in den Wald geschleppt. Oder ist einfach geflohen. Dann müssen wir ihn natürlich wegen Fahnenflucht aushändigen. Naja. Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot! Aufhören! Du bringst mich um! Meine Rippen, das Lachen schmerzt! Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los?
Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Ja, schwierig, schwierig. Ja, wir mischen uns da gar nicht ein. Nicht, dass wir irgendwann dann hier nach Weiß-Dings hier zurückkommen und da hängen sie alle da. Ja, kann ja sein, aber wir mischen uns da nicht ein und eins ist ja, zieht Stellung und zwei, das ist einfach nur... Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja... Er könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Mhm. Ah, wieder eine gute Tat vollbracht. Alchemistische Pass. Wie viel haben wir denn gekriegt? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal, wir machen das ja nicht fürs Geld. Natürlich machen wir es fürs Geld. Nein. Wir sind Hexer, die machen alles nur gegen Bezahlung. Ja, aber Bezahlung heißt ein warmes Bett und ein Essen. Das kann man mit Geld kaufen. Ja, deswegen, ja. Er greift ja nicht den Hexerberuf, um reich zu werden. Er greift den Hexerberuf, weil man als Kind gefangen wird und zum Hexer gemacht wird. Hatten wir ein Level Up? Ich weiß es nicht. Also es blinkt nix und sagt, hier, hier. Haben wir Inventar auf? Gib Punkte halt. Auf. Nee. Stufe 1. Wie, was? Wie wenig Erfahrung haben denn die Ghule gebracht? Ich meine, wir hatten davor 865 von 1000. Sammel sie alle. Ja gut, das dauert. Aber wir haben schon keine Hauptquest mehr. Ja, dann fahren wir mit der Hauptquest. Ja, genau, die Hauptquest haben wir noch. Ja, genau. Ja, ja, du musst das auch richtig sagen. So, jetzt pflücken wir erstmal ein paar Pflanzen. Konnte man denn nicht im ersten Teil, da war da auch so ein Quest, da musst du dann irgendwie so Blumen pflücken und dann zu dieser Peter Pan Frau bringen. Ja. Und da meinte Geralt so, sind sie das? So, als ob er überhaupt keine Ahnung hätte, was er da pflückt. Ja, wir hatten Amnesie. Ach, stimmt, ja. Deswegen mussten wir auch die Bücher kaufen. Richtig. Und wir haben ja jetzt die Saves aus Teil 1 in Teil 2 mitgenommen und aus Teil 2 in Teil 3. Und da stellt sich raus, wir haben alles falsch gemacht. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Na gut, aber nicht das Optimale. Sondern du meinst Hauptquest weiter. Ja, was auch sonst, ne? Nebenquests gab es ja da keine. Lauf, sei denn, wir finden jetzt einen auf dem Weg dahin. Ja, ja, also wenn wir auf dem... Meine sehen dann immer sahen. Also wo sind wir denn jetzt hier? Da. Ah, okay, wir reiten jetzt einfach hinter dem Dorf lang. Ja. Halt. Oder einfach rechts, rechts durch den Wald. Oh, da sehe ich Monster. So eine schöne Ruine. Oh Gott, schnell aufs Pferd. Oh Gott. Pferdepanik. Lauf! Wollte ich doch den Turm anschauen. Ja. Merkt ihr, dass wir den gesehen haben? Da kann man sich keine Notizen machen. Ich weiß es nicht. Oh was, die sind immer noch hinter uns hier, die sind hier verrückt. Wir Blut. Ja, lauf los, ey. Dörfler, rettet mich. Und das war der Tag, an dem Geralt die Wölfe ins Dorf brachte. Was machst du denn mal, bleibst du hier stehen? Pferdepanik. Ach so, ja, das ist schlecht. Dann sind wir jetzt wohl tot. Wir sind viel schneller ohne Pferd, ach Gott. Ja, weil wir im Kampf nur so doofe Rollen machen können. Ah! Oh, guck mal, die laufen immer hinterher. Und die kriegen mich einfach aus dem Verrecken nicht tot.
Komm schon, komm näher. Was doch? Oh, was? Die sind voll anfällig gegen Feuer. Rohes Fleisch ausgezeichnet. Ja, ich hatte von so einem Post im Internet gelesen. Hat einer die Wölfe ins Dorf gelockt, um sie besser zu besiegen. Ja. Na, da sind alle Dörfler gestorben. Kommen die dann nicht wieder? Ich weiß es nicht, anscheinend nicht. Das ist natürlich bitter, ne? Ja, die sind ja dann auch unwichtig, wenn sie sterben können. Komm schon. Ja. Hoffentlich. Ah, trotzdem kein netter Move von dir, die Wölfe hier in das Dorf zu locken. Das war ja keine Absicht. Ja, ja. Kennen denn anders, diese Wildtiere uns bis in den Tod verfolgen. Ja, wie weit halt auch, ne? Ja. Normalerweise beschließen die dann irgendwann umzukehren. Und irgendwie wurde der Weg weiter unterwegs. Ja, wir sind halt einen Umweg gelaufen. Jetzt, wir wollten hinter dem Dorf lang, jetzt sind wir durchs Dorf. Ah, okay. Das Radar sagt durch den Wald hier. Ja, aber, ja. Ja, komisch, dass es so Ecken schneidet dann, ne? Da war auch gerade ein Feind, irgendwas Kleines. Ja, bestimmt eine Hase. Ja, ein Feind. Kaninchen. Guck, das Reh ist kein Feind. Aber töten kann man es bestimmt trotzdem. Und so reiten wir in den Sonnenaufgang. Ah, der nicht im Osten ist. Da Norden ist? Nee, eher so gar nicht, ne? Mehr so Nordwesten. Mhm. Oh, eine Windmühle. Das habe ich auf dem Ladebildschirm schon gesehen. Das sah sehr, sehr schick aus. Schön, dass hier ist. Komm schon, Plätze. Möchte man selber Bauer sein? Besser nicht, wenn die Nilfgaarder kommen. Nee, das ist auch zu viel harte Arbeit. Ich meine, man hat ja nie frei, wenn du so Viecher hast. Ne, da bin ich lieber Hexer. Und habe frei, wenn ich verletzt bin und bei den Triaden im Wald hause. Ja, lernen wir mal so eine hübsche Triade kennen. Ah, ich habe den Namen vergessen. Hatte die überhaupt einen? Bestimmt hatte die einen Namen. Ja. Aber einen Triadennamen. Halt! Warum sitzt denn das Kind um 10 nach 5 schon im Fluss? Suchst du Ärger? Langsamer. Langsamer, Blitze. Hey. Langsam. Und Jennifer ist in so einer Garnison, ne? Sie ist da reingeritten. Aber wahrscheinlich ist sie nicht mehr da. Nee, ich glaube, wir werden die noch etwas länger verfolgen müssen. Mhm. Wobei nicht so lange, weil eigentlich in den Büchern verfolgt man ja eher Ciri. Beziehungsweise Geralt. Versucht sie zu finden. Ja, aber wir sind ja Geralt. Naja. Das Medaillon vibriert. Ah, hier haben wir hier so einen Stein. Ah, das sind auch die Fragezeichen, das sind interessante Orte. Stufe 7 Erscheinung. Ja, GZ. Du hast gerade unseren Tod beschlossen. Na, vielleicht sind die auch anfällig gegen Feuer. Schnellspeicherung. Dann würde ich doch glatt sagen, machen wir Ende. Ja, aber erst wenn wir geladen haben. Warum das? Ich nehme mal auch mal hier diese Zusammenfassung sieht. Doch sie blieb ungreifbar. Ja, die drücken wir aber mal weg. Weil... Richtig, wenn wir am Anfang laden, aber ja. Das hat die ja niemand gesehen bisher. Das stimmt. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin.